11-teilige Drehmomentschlüsselsatz hier vor mir wird in einem stabilen Kunststoffkoffer geliefert und was dort alles enthalten ist, schauen wir uns jetzt an. Es sind Standardstecknüsse enthalten in den Größen 10, 13, 17, 19, 21 und 24, eine Verlängerung und für die Räderreifen die speziellen Stecknüsse in 17, 19 und 21 mm in der langen Variante mit Kunststoffhülse, sodass ich Alufelgen nicht beschädige. Die Stecknüsse als auch der Drehmomentschlüssel sind in Halbzoll und den Drehmomentschlüssel selber, den schauen wir uns jetzt ganz in Ruhe im Detail an. Mit einem Messbereich von 20 bis 200 Newtonmeter ist dieser Drehmomentschlüssel ideal für die Räderreifensaison, kann aber selbstverständlich auch für verschiedene andere Arbeiten herangenommen werden. Der Antrieb, wie gesagt, ist in Halbzoll, hat eine Auswurffunktion für die Stecknüsse, somit sind diese auch fest während des Arbeitens mit dem Drehmomentschlüssel verbunden. Der Pilzkopf lässt sich tauschen von links nach rechts, somit ist er für kontrollierten Links- und Rechtsanzug geeignet. Der Drehmomentschlüssel hat zwei Skalen, einmal die zur Grobeinteilung hier und im Griff dann hier in dem Bereich nochmal die Zehntel-Einteilung, um dann halt ganz genau 21, 22, 23, 24, 25 Newtonmeter und so weiter einzustellen. Beide Skalen sind mit Lupe versehen, so dass ich auch wirklich perfekt ablesen kann. Einstellen des Drehmoments erfolgt über Lösen der Sicherung am Ende des Griffs und dann über Verdrehen des Griffs. Sollte ich mein Drehmoment erreicht haben, sichere ich wieder im Griff und kann losarbeiten. Selbstverständlich ist der Schlüssel mit einer Seriennummer ausgestattet und kommt mit einem Kalibrierzertifikat nach DIN ISO-Standard.